So. Und so wie das aussieht, wird eigentlich genug Schwefelsäure produziert für Batterien. Also hier haben wir auch häufig Batterien, aber das geht eigentlich, solange es durchgehend läuft. Was es gleich nicht mehr wird, weil es keine Kupferplatten hat. Bin fast versucht, das Kupfer da einfach abzubauen. Warum lieferst du nicht da? Habe ich einen Mining Drill? Nee, das ist doof. Ich wollte das ja so bauen, dass es von innen stabil ist. Dass ich später noch Lieferung per Bahn bekomme und dann das System so aufbaut, dass von den Bahnen das dann dahin gebracht wird, wo es soll. So eine kurzfristige Lösung jetzt ist zwar verlockend, aber nein. So. Das heißt, wir brauchen jetzt das Kupfer von unten und wir brauchen eine Roboport-Anbindung. Dafür brauchen wir sehr viele Roboports. Da brauchen wir sehr viel Stahl, Iron Wheels und rote Chips. Gucken wir mal hier runter. Du hast mal wieder keine Eisenplatten. Du hast mal wieder kein Plastik. Sollten wir auch gleich oben machen. Mauern, dankeschön. Eisen. Da, ganz viel Eisen. Super. Also, Eisenplatten. Was? Hier. Oh. Alles bis auf 400 für mich. Wieder blaue Tränke. Alles gut. Plastik machen wir gleich oben weiter. Rote Chips. Ich habe in meiner, ich hätte gerne Liste, 50 rote Chips. Das heißt, die müssten eigentlich gleich angeflogen kommen. Aber ich gucke einfach mal direkt bei den Storage Chests. Hier. Nö. Warum? Warum liefert ihr die nicht ab? Gib mir all deine Ärmchen. Gib mir noch mehr Ärmchen. Ich mache jetzt alles voll mit Ärmchen. Da, wo sie gebraucht werden. Okay, hier ist nicht ganz so wichtig. Grüne Tränke haben wir momentan genug. Aber ich... Hier. Mach Ärmchen. Das ist echt komisch. Sehr, sehr komisch. Es ist so eine Requester-Chest und die hätte gerne 100 Ärmchen. Ich glaube, daran merken wir, dass wir bei weitem noch nicht genug Roboter haben. Sonst würde sich das da nicht so stauen. So, grüne Chips werden primär hin und her geflogen. Was zur Hölle? Gib mir bitte 5000 rote grüne Chips hier. Ah, das ist einfach nur abgefahren. Und zeigt, wie... Also, unsere Roboter sind toll. Ich sage nichts mehr gegen unsere Roboter, dafür sind es inzwischen viel zu viele. Und wenn ich was Falsches sage, werde ich umgebracht. Also, unsere Roboter sind toll. Aber man merkt, dass sie nicht so effektiv sind wie Fließbänder momentan noch. Also wenn die Forschung her alles durch ist, alles gut. Aber es haben sich so viele Chips gestaut, die eigentlich... Oh, hier habe ich eine Kiste zu viel weggemacht. Deswegen haben die sich gestaut. Okay, ich habe nichts gesagt, Roboter. Wir brauchen jetzt aber echt rote Chips. Jungs, tut mir das nicht an. Okay, dann stelle ich jetzt von Hand rote Chips, Plastik und Kupferkabel. Gib mir Kupferkabel. Danke. So, jetzt brauche ich noch Plastik. Plastik lagert ja auch nicht irgendwo ein, ne? Fehlt dir irgendwas? Da. Plastik, gib mir ein Plastik. Aha. Jetzt haben wir wieder das Problem. Einen roten Chip. Wie viel brauche ich für eine Kiste? Ah, haben wir schon. Okay. Requester Chest. Da. Du bist für Plastik. Hier müsste eine hin für die grünen Chips. Die ich abgebaut hatte, weil ich dachte, ich brauche sie nicht mehr. Da. Und du kriegst jetzt grüne Chips. Das gucken wir gleich noch. So. Damage Bonus 20. Das ist komisch.
Speed 15 plus 6,0. Ha. Achso, das soll nicht 1 sein, das soll 10 sein. Und du kriegst schon mal einen kleinen Puffer. Bitteschön. So, grüne Chips haben wir. Du bräuchtest Zahnräder. Aber rot ist noch okay. Du brauchst nichts. Du brauchst rote Chips. Ich könnte von Hand rote Chips machen, oder? Nee, Plastik wieder nicht. Ja, ich... Ja. Chips hier. Kriegst auch ein paar auf Vorrat. Dürfte das auch funktionieren. Was? Du bist am Arbeiten. Okay. Zahnräder. Wir hatten doch dezent viele Zahnräder. Gib die mal her. 3100, schieß mich tot, Zahnräder. Hier. Bitteschön. Wow, bist du langsam. Wir haben wieder ein Stromproblem. Das ist doch echt nicht zu glauben. Oh. Kohle ist alle. Warum förderst du nicht? Achso, weil wir keinen Strom haben. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben keinen Strom, weil die Förderbänder zu langsam sind, um... Ne? Und ich dachte, diese Zeiten hätten wir hinter uns. Aber genau das hatte ich vor, ich glaube, 10 Folgen oder so gesagt. Das läuft jetzt so lange stabil, bis die Kohle versiegt. Was jetzt wäre. Nichts mehr zum Verbrennen. Aber die erste Kohle kommt. So, du kannst weg. Du kannst weg. Ihr arbeitet noch. Okay. Brennmaterial. Wir haben da dezent viele Brennstoffzellen. Hier. Mitkommen. Flup. 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 So. Da dürfte jetzt genug Kohle kommen, dass das alles da hinten ankommt und dann passt das auch schon soweit. Menu. Ich brauche unbedingt bessere Akkus, wenn es das gibt. Also die mehr speichern können oder effektiver speichern können. Und viel mehr Solarzellen. Aber gut. Eisen, komm mit. Ich hätte gerne... Haben wir genug Rohre? Ja, wir haben ein paar. Wir brauchen unbedingt Plastik. Für die roten Chips. Unter anderem. Das heißt, wir machen jetzt oben in unserem Homunculus-Projekt weiter. Bevor ich da jetzt wieder hochlaufe. Wir haben keine roten Chips, aber das... Ja, da ist ein roter Chip. Gib mir einen roten Chip. Wir haben keine roten Chips, das ist okay. Wir brauchen noch ein paar mehr Rohre. Wir brauchen... normale Fabriken. Wir brauchen kein Radar. Wir brauchen Kupferplatten. Ohne Kupferplatten gehe ich da nicht hoch. Hier sind Kupferplatten. Roboports. Haben wir nicht irgendwo Roboports, die wir gar nicht wirklich nutzen? Da unten. Die beiden zum Beispiel. Die drei da zum Beispiel. Die nutzen wir gar nicht. Die haben wir nur aufgestellt, damit wir, ne? Hier das System aufbauen können und damit Sachen repariert werden. Das ist mir momentan aber nicht ganz so wichtig. Mir ist wesentlich wichtiger, dass die Batterien von oben nach unten kommen. Deswegen reiße ich die jetzt ab und baue sie später neu da wieder auf. So, Shotgun Shell Shooting Speed hat sich erhöht. Speed 2 plus 0,4. Okay, also es zählt auch für die Combat Shotgun. Das heißt, wir können das hier schön weiter forschen und stockpeilen so erstmal unsere hellblauen Tränke. Und unsere Schrotflinte besser. Gib die Morn her. Genau, Roboports abreißen. Weg. Wo ist der nächste da? Der kann auch noch weg. Her mit dir. Und her mit dir. Auch wenn ich nicht denke, dass das reichen wird. So, jetzt haben wir das Gebiet da unten nicht mehr abgedeckt, aber da werden auch gar keine Sachen an- oder abgeliefert. Hoch.
Wir wollen hoch. Wo sind die Ruheports? Da, 3 Stück. Jetzt maximale Reichweite. Hoch, 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 hoch. Hey, das geht mit einem einzigen. Ah, der war schick. So. Oh, Strom. Ja. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir brauchen 100.000 Robopause, um nach oben zu kommen. Aber habe ich wohl ein wenig falsch eingeschätzt. Huh? So. Das heißt, die Sachen hier oben müssten jetzt im System landen. Du hast keine Kupferplatten. Ja. Da sollte noch eine blaue Kiste hinten. Das weiß ich noch. Du. Blaue Kiste. Da. Diese blaue Kiste ist für Eisen. Machen wir hier gleich mal 50 Stück. Damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen. Also, sie fliegen los. Mit dem Wissen, ich muss die Kiste da befüllen. Und dann fliegt ein weiterer Roboter los. Ich muss die Kiste befüllen. Und dann klappt das nicht so, wie es klappen soll. Du. 50 Kupferplatten. Bist eingestellt, bist eingestellt. Gut, kriegst schon mal Eisen. Kriegst schon ein bisschen Kupfer. Und produzierst Batterien. Okay, Plastik. Plastik brauchte Kohle. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine Kiste. Und wir brauchen Kohle. Also muss ich wieder nach unten laufen. Ah, das ist... Haben wir hier nicht irgendwo Kohle? Nee, haben wir nicht. Und das Petroleumgas ist bald alle. Dafür haben wir ganz viel... Wow, Kupferplatten. Genau das meinte ich. Jetzt sind gerade 100 Roboter losgeflogen, um das hier mit Platten zu füllen. Dann kommen sie hier an, merken, es ist schon mehr drin und fliegen mit den Platten wieder zurück. Ist nicht so, dass sie trotzdem reinschmeißen. Ah, die füllen nicht mehr, als rein soll. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Batterien, ganz viele Roboter, die keinen Strom haben, die sich erst alle aufladen müssen und dann mit den Platten... Angriff. Mit den Platten wieder runterlaufen. Hört sich auch so an, als wenn die Türme erfolgreich gewesen wären. Ich sehe gar nichts an Leichen. Was zur Hölle? War hier überhaupt ein Angriff? Oder wurden die Leichen komplett eingeäschert? Nee, normalerweise nicht. Es war hier. Na gut, will ich nichts gesagt haben. Solange alles überlebt, ist alles gut. Oh, und meine Mauern sind dabei. Aber ja, nicht ablenken lassen, komm. Also, wir wollen Plastik herstellen. Plastik braucht Schwefelsäure ebenso wie hier. Shotgun Shells. Shotgun Damage, 200 jeweils. Nö, erstmal Geschwindigkeit. Research. So. Danke fürs Befüllen. Ich stehe direkt neben der Kiste. Nimm die mal raus, so. Also, eine Chemiefabrik. Hier. Das sollte eigentlich Überschuss sein. Also, eine Chemiefabrik. Komisch positioniert. Da. Du stellst bitte Plastik her. Dafür brauchst du Petroleumgas. Weswegen wir das hier jetzt doch mit einer direkten Verbindung machen, damit ich eine Abzweigung machen kann. Nämlich... Yucks. Nämlich hier rum, darum, darum. Darunter. Da hoch. Und da rein. Ach, sie... Oh, es ist Schwefelsäure. Sorry. Ich wollte die Schwefelsäure nicht reinpumpen. Das passiert normalerweise nicht. Das können wir gleich hier oben ranbappen irgendwo. Genau du. Haha. Das heißt, du bist jetzt... Plastik. Du brauchst nur das da. Also geht's hier runter. Ja, hast dich verbunden. Okay. Da lang... Da lang, da lang. Ein Verbindungsstück. Und Licht bitte. So.
Schwefelsäure bekommst du. Kohle bekommst du gerade nicht. Das heißt, wir bräuchten hier eine Kiste für Kohle. Oder wir bräuchten eine direkte Kohleanbindung. Aber wenn ich mal ganz rauskrolle, hier ist keine Kohle. Das heißt, wir laufen jetzt nach unten. Und werden irgendwo Kohle erstmal manuell auftreiben. Und warte mal, rote Chips. Hier, rote Chips. Erstmal nicht. Keine roten Chips hier abladen. Ich brauche die roten Chips selber, um die Basis weiter auszubauen. Das heißt, es werden sie jetzt hoffentlich rote Chips im System staunen. Und Kohle wollte ich haben. Da sind noch die Altlasten aus unserer Steinzeitphase. Theoretisch könnte ich sie auch hier abgreifen, aber ich weiß nicht, wie gut das ist. Deswegen gucke ich lieber hier. Nee. Ja, von Hand abbauen? Nee, auch nicht gut. Ich mache das folgendermaßen. Ich nehme hier eine Kiste und da ein langsames Ärmchen. Und das nimmt jetzt hier unten Kohle weg und tut es da rein. Ist nicht viel, aber es wird der ganze Überschuss da reingetan. Und die hier haben noch ein bisschen was dran laufen. Ich hau hier trotzdem nochmal dich dahin und dich dahin, damit mehr Kohle kommt. Okay. Also Kohle wird produziert, ich klau doch mal alles. Damit mehr Plastik oben produziert wird. Das bringen wir jetzt nach oben, dann wird oben Plastik angeschmissen und das Plastik wird schon von oben nach hier unten geflogen. Weil jetzt diese gesamte Roboterkolonne hier mit den 200 Robotern, die es eventuell inzwischen schon sind, auch nach oben fliegen. Und auch entsprechende Flugwege haben, wodurch das Ganze noch langsamer ist. Ja. Sind es wenigstens zwei jedes Mal. Wie kann ich das nachgucken? Ich sehe da nur ein Symbol. Aber es ist schon so erforscht, dass sie zwei Sachen tragen können. Sehr komisch, sehr komisch. Na gut, du bekommst Kohle. Du bekommst eine stinknormale Kiste. Da. Die später eine Requester-Chest werden wird. Da kommt die Kohle rein. Schnelles Ärmchen. So, und dann brauchst du noch ein schnelles Ärmchen, das das Ganze rausholt. Und eine normale Kiste erstmal. Ah ne, warte mal. Das können wir schon mal zu einer Provider-Chest machen. Oh, warte. Active Provider Chest, Passive Provider Chest. Da gab es auch einen Kommentar zu. Die Active Provider Chest, da konnte man auch Sachen einlagern, die nicht ins ME-System gehören. ME-System, sage ich schon. Also in unser, ne, Roboter-System. Da nicht. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich mache erstmal die, die ich kenne. Auch wenn die wahrscheinlich dafür zuständig sind, dass wir unser System so zugemüllt haben mit 5000 Ärmchen. In den Logistikkisten. Das wird sein. Die Aktiven befüllen auch Logistikkisten, die anderen nicht. So, Plastik. 150 Plastikbars. Das geht richtig gut ab hier. Ja, rote Chips dürften gar kein Problem mehr sein. Wow. Wow. Die wollten gerade Plastik abholen, die Jungs. Das sind so viele. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Da kriegt auch einen davon. Der darf auch Sachen reparieren. So, also ja. Es nimmt hier oben sehr gute Formen an. Wir brauchen nur noch ein paar rote Chips. Dann können wir alles hier mit Provider und Requester und was weiß ich Kisten aufbauen. Und dann haben wir genug Batterien und Plastik. Und dann kümmern wir uns um die Schwermetallgeschichte, Schwerölgeschichte für Lubricants und andere Sachen. Also bis gleich.